Ja, in den USA, da steigen die Zinsen schon seit geraumer Zeit und jetzt auf einmal ist es auch heftig an den Aktienmärkten angekommen. Eigentlich fragt man sich, warum jetzt erst? Wir wissen ja schon länger, Jewgeni Ponomarev von HSBC, dass die Zinsen dort steigen. Warum jetzt diese plötzliche Reaktion am Aktienmarkt? So, wir haben tatsächlich starke Turbulenzen auf dem Aktienmarkt feststellen können in der Vergangenheit. Nun, wir leben in einer stark verschuldeten Welt und die Zinsen spielen ein zentrales Element in dieser. Diese fließen in verschiedene wirtschaftliche Bereiche mit ein und die Anleihenpreise sind in der Vergangenheit gefallen, die Renditen sind gestiegen. Was kriegt man heutzutage für eine Bundesanleihe? 0,7, 0,8%. Für im Hinblick auf die Inflation noch immer nicht so viel. Wenn man aber den Blick Richtung USA lenkt, da kriegt man schon 2,8%. Und diese Zahl ist erstaunlich, denn der Marktkonsens war, dass wir solche hohen Renditeniveaus erst am Ende des Jahres 2018 sehen und daher die Verunsicherung bei den Marktteilnehmern. Der VDAX New ist ja so etwas wie ein Angstbarometer, wo die erwarteten Schwankungen abgelesen am Optionsmarkt in einer Zahl ausgedrückt werden. Und genau den wollen wir uns mal angucken. Der ist natürlich relativ stark gestiegen. Jetzt mit dem Rückgang des DAX, den wir hier sehen, schoss hier der VDAX New nach oben. Wenn wir uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen, die rote Linie, die Fieberkurve des DAX, was bedeutet die eigentlich genau? Nun, der VDAX New wird von der deutschen Börse berechnet und zeigt die erwartete Schwankung für den DAX für die kommenden 30 Kalendertage. Und das ist ein sehr spannendes Instrument, denn hier haben wir tatsächlich die Möglichkeit, einen Blick in Richtung Zukunft zu kriegen. Aber das ist, wie gesagt, die erwartete Schwankung. Und wenn zum Beispiel die erwartete Schwankung bei 20 liegt und eine beispielhafte Aktie bei 100, könnte die Aktie auf 120 steigen oder auf 80 fallen. Somit je höher die erwartete Schwankung, umso höher können die Kursausschläge sein, nach oben als auch nach unten. Ja, und Sie haben gerade schon gesagt, es ist die erwartete Volatilität. Es muss also nicht so eintreten, es kann ganz anders sein. Da könnte ich mir jetzt ja auch sagen, ja, warum in die Zukunft schauen, das Vergangene liegt so nah. Ich kann mir doch eine Aktie nehmen und einfach mal gucken, wie stark ist die denn in der Vergangenheit ausgeschlagen? Macht das Sinn und zu welchen Ergebnissen kann ich da kommen? Ja, das macht unbedingt Sinn, denn die erwartete Volatilität, die der VDAX New zeigt, ist ein Blick in die Zukunft. Aber wenn man sich die Frage stellt, welche Aktie kaufe ich denn nun, wenn man zwei Aktien vergleicht, wir haben eine Darstellung mitgebracht, wir haben eine beispielhafte Aktie A, die 2% innerhalb eines Jahres erwirtschaftet hat und eine beispielhafte Aktie B, die ebenfalls 2% erwirtschaftet hat, stellt sich der Marktteilnehmer natürlich die Frage, welche Aktie kaufe ich denn von diesen beiden? Und da lohnt sich auf jeden Fall der Blick Richtung historische Schwankung, historische Volatilität. Und die haben wir hier einfach auf Tagesbasis und auf Jahresbasis mal mitgebracht. Die Tagesbasis ist die Standardabweichung? Genau so ist es. Und die Jahresbasis ist die annualisierte Standardabweichung. Auf ein Jahr hochgerechnet. Hier kann man auch von der historischen Volatilität sprechen. Und man kann hier wunderbar erkennen, dass sowohl die tägliche Schwankung als auch die Schwankung innerhalb eines Jahres bei der Aktie A viel höher ist als auch bei der Aktie B. Somit müsste ein risikoscheuer Investor die Aktie B bevorzugen. Ja, ist schon interessant. Also 2% bei beiden am Ende in einem fiktiven Fall in der Vergangenheit betrachtet. Aber was dazwischen passieren kann, kann ganz was anderes sein. Also gerade wenn ich hier dann die jährliche Schwankung sehe mit über 20%, das ist ja schon erheblich. So gibt es denn solche Aktien überhaupt, die so stark schwanken können? Ja, auf jeden Fall. Die gibt es. Vor allem sind das auch Tech-Werte zum Beispiel oder kleine Unternehmen, die entsprechend stark schwanken. Oder wenn Unternehmen Zahlen bringen, kann man auch entsprechende Kursschwankungen auf den Aktienmärkten wahrnehmen. Ja, und wir müssen noch mal festhalten, das ist wirklich jetzt hier mal gezeigt, was die historische Volatilität ist. Genau so ist es, das ist können. Die Vergangenheit. Die erwartete Volatilität nennt man auch implizite Volatilität. Das ist eben der VDAX New, den wir gerade uns auch angeschaut haben. Womit rechnet denn der Markt im Moment? Wir haben das gerade schon so ein bisschen gesehen, aber ist damit zu rechnen, dass die Angst davor, dass die Schwankungen groß werden, auch wieder ein bisschen abgenommen hat? Nun, im Jahr 2017 hat der VDAX New Tiefststände gezeigt bei rund 10 Punkten, 15 Punkten. Wir haben zu Beginn des Monats Februar einen starken Sprung gesehen auf 40, nahezu 50 Punkte und dort konnte man die Verunsicherung spüren. Das ist also hier der Fall. Genau so ist es. Ja. Mittlerweile hat sich der VDAX New aber ein bisschen beruhigt, weil der DAX sich auch beruhigt hat. Aber man sieht vor allem in dieser Grafik wunderbar, wie viele Spitzen der VDAX New hat. Das heißt, es kann von heute auf morgen sich wieder ändern. Die Ruhe vor dem Sturm, wenn man so will. Ja. Also zumindest, wenn es denn so eintritt und zumindest das, wovor die Anleger dann Angst haben. Nun könnte man ja sagen, wenn es einmal turbulent ist, dann bleibt es erstmal turbulent. Das gilt nur begrenzt, denke ich.
Genau so ist es. Wir haben eine Darstellung mitgebracht, in der wir die positiven DAX-Renditen, das ist die grüne Linie, und die negativen DAX-Renditen abgetragen haben. Das bedeutet, die grüne Linie zeigt alle die Tage, wo der DAX im Plus geschlossen hat, und die rote Linie zeigt all die Tage, wo der DAX im Minus geschlossen hat. Und wenn er mal hier im positiven Bereich mal nicht positiv war, dann wird die Linie einfach verbunden. Genau so ist es. Und was kann man hier wunderbar erkennen? Man kann erkennen, dass die graue Linie, also der VDAX New, das ist die graue Linie, wenn diese mal hoch ist, das heißt, wenn das Angstparameter hoch ist, die Kursausschläge beim DAX ebenfalls hoch sind. Und das Spannende ist, wenn die mal hoch sind, dann bleiben die erstmal eine Zeit lang hoch, bevor der DAX sich wieder beruhigt. Das kann man hier wunderbar erkennen, zum Beispiel, genau so ist es. Das heißt, man sieht lange grüne Linien und lange rote Linien. Das heißt, die Kursausschläge sind sowohl nach oben als auch nach unten hoch. Und somit ist mit starken und sehr schnellen Märkten zu rechnen. Also ist es so der Klassiker, der Markt bricht ein relativ plötzlich und am nächsten oder übernächsten Tag kommt es zu einer heftigen Gegenbewegung. Ist es das, was man hier im Grunde abliest? Genau so ist es. Hier sieht man das, wenn der DAX stark einbricht, dann kommt es auf dem Gegentag oder auf dem zweiten Tag entsprechend zu einer Gegenbewegung. Das sind die Turbulenzen. Und Ausschläge bedeutet ja nach oben und nach unten. Mhm. Es geht nicht immer in eine Richtung. Ja, und das heißt, es gibt dann auch Fälle, wo der Markt steigt und im Gegensatz zu der Lehrbuchmeinung die Nervosität am Aktienmarkt nicht zurückgeht, sondern trotzdem weiter oben bleibt? Genau, also die Schwankung ist ja die Volatilität oder die erwartete Volatilität, die zeigt die Schwankung sowohl nach oben als auch nach unten. Und es kann sehr schnell nach oben als auch sehr schnell nach unten gehen. Das heißt, wir haben hier Märkte letztendlich, die bei denen Marktteilnehmer letztendlich sehr aktiv und sehr achtsam sein müssen und auch auf ihre Position achten. Also für den Anleger macht das ja nicht unbedingt einfacher. Ist zwar schön, dass man das so betrachten kann, aber was heißt das in der Praxis? Wenn ich jetzt als Anleger eher risikoscheu bin, wie kann ich darauf reagieren? Nun, in turbulenten Marktphasen, wenn die implizite Volatilität, die erwartete Schwankung hoch ist und der DAX starke Kursausschläge nach oben und nach unten zeigt, können riesige Scheuanleger zum Beispiel alternative Instrumente wählen, wie zum Beispiel ein mögliches Discount-Zertifikat, welches nach unten hin uns einen Risikopuffer gibt. Ja? Oder des Weiteren müssen die natürlich auch Stop-Management beachten, Risikomanagement beachten, schauen, wie können die ihr eigenes Depot gemäß der Marktlage adjustieren, wo ziehen sie die Reißleine, wo verkaufen die Aktien, wo kauft man die Aktien, wo sind die Einstiegskurse, und das kann man und das muss man in turbulenten Marktphasen stärker in den Fokus nehmen. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Anleger, die genau dieses Risiko suchen. Welche Chancen eröffnen sich denen? Ja, risikofreudige Anleger, die erfreuen sich turbulenten Märkten, weil diese können natürlich zum Beispiel mit Hebelprodukten überproportional an der Kursbewegung teilnehmen und entsprechend große Renditen erwirtschaften. Aber hier, Achtung, es gibt auch Risiken zu beachten, vor allem auch bei Knockout- oder Hebelprodukten. Das sind die Risiken eines Totalverlusts. Sind das die einzigen Risiken oder gibt es noch andere? Nun, es gibt natürlich auch noch andere Risiken. Bei Anlagezertifikaten, Knockout-Produkten ist vor allem das Emittentenausfallrisiko ebenfalls in den Fokus zu rücken. Ja, und je nach Anlage muss man auf die Währung gucken. Wenn man eine Anlage in einer anderen Währung hat, dann gibt es natürlich auch noch ein Währungsrisiko. Es gibt also vieles zu beachten. Ja. Das war mal so ein kleiner Grundkurs in die Arithmetik von Turbulenzen und Nervosität an den Märkten. Jewgeni Kopolomajew, vielen Dank für das Gespräch. Und meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.